Hallo ihr Lieben! Mein kleiner Neffe hatte vor kurzem Geburtstag, der ist 2 Jahre alt geworden und dem musste ich natürlich einen Kuchen machen oder eine Torte machen. Ihr habt gesehen, es wurde eine Teddybär-Torte. Die wollte ich so einfach wie möglich halten, einfach aus Zeitgründen. Und ich wollte nicht mit Fondant arbeiten, weil gerade Fondant-Torten immer sehr zeitaufwendig sind. Deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. Das ist eine Buttercreme. Ist im Sommer auch praktisch, denn Sahne schmilzt halt schnell. Und der Geburtstag wurde draußen gefeiert, deswegen habe ich halt Buttercreme gemacht. Und das Einzige, was aus vorne hat, das sind die Nasen und die Augen, der Mund und die Schleife. Aber sonst ist alles fondantfrei und gar nicht so schwer herzustellen. Und wenn auch ihr so eine Torte machen wollt, dann bleibt ihr jetzt dran. Ich zeige euch jetzt, wie es geht und dann sehen wir uns später nochmal. Zuerst stellen wir den Tortenboden her. Dazu gebt ihr die weiche Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker in eine Schüssel und schlagt das für 5 Minuten schaumig auf. Jetzt kommen nach und nach die Eier dazu. Jetzt werden Mehl mit der Speisestärke und dem Backpulver gemischt und das siebt ihr dann in die Masse. Das habe ich in 2 Portionen gemacht. Also erst die Hälfte rein, einmal unterrühren und dann die nächste Hälfte. Zum Schluss kommen die Kirschen dazu, die habe ich schon abtropfen lassen. Den Saft habe ich aufgefangen, den brauchen wir später. Die Kirschen hebt ihr einfach nur unter und dann habe ich das in meine Springformen verteilt. Ich hatte eine 18er und eine 24er Springform und da habe ich das versucht gleichmäßig aufzuteilen, dass die gleich hoch sind. Habe das Ganze glatt gestrichen und dann in den Ofen gegeben. Ich habe ein Rezept Buttercreme hergestellt, das habe ich euch jetzt hier nicht gezeigt, denn dazu gibt es schon ein Video, das verlinke ich euch hier einmal oben rechts oder aber auch in der Infobox ist es auch zu finden. Jetzt gebe ich einen Teil des Kakaos dazu und mische das einmal unter, davon nehme ich einen Teil weg, das ist für die Schnauze und die Ohren später und dann mische ich den restlichen Kakao dazu, um die braune Farbe zu erreichen. Der Kuchen ist fertig gebacken, die 18er Springform, die war bei mir schneller fertig, da müsst ihr zwischendurch auf jeden Fall die Stäbchenprobe machen und nach etwa 10 Minuten löse ich den Tortenring und lasse die Böden dann komplett auskühlen. Der Boden ist ausgekühlt, ich gebe jetzt die 24er, das 24 cm große Stück auf meine Tortenplatte, so wie es liegen soll. Und bei der 18er Springform, da habe ich mir einen runden Ausstecher genommen, Millimeter habt ihr gerade gesehen, ich schreibe es euch hier nochmal rein, und steche mir jetzt 2 Kreise aus, das werden die Ohren und dann, ihr seht es hier, mache ich noch eine Rundung rein mit dem Ausstecher, einfach damit die gut am Kopf anliegen. Aus dem restlichen Stück schneide ich mir jetzt noch die Schnauze zurecht.
Jetzt kommt der Kirschsaft zum Einsatz, den ich zuvor auf Seite gestellt hatte. Damit tränke ich richtig ordentlich die Torte, einfach damit die auch von innen schön saftig bleibt. Und die Nase bzw. die Schnauze, die klebe ich mit der Buttercreme an dem Kopf fest und auch diese wird getränkt. Jetzt fange ich damit an, dass ich die beige Buttercreme, die ich zuvor auf Seite gestellt habe, stellt die auf keinen Fall in den Kühlschrank, da wird die hart, also nur bei Zimmertemperatur stehen lassen, aber mit Frischhaltefolie abgedeckt. Und jetzt habe ich die Schnauze und die Ohren einmal eingestrichen, stelle das Ganze kurz in den Kühlschrank, bis das ein bisschen fest geworden ist. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns schon mal um die Nase, um die Augen und um den Mund. Dazu habe ich hier etwas schwarzen Fondant, das teile ich mir in zwei gleich große Stücke. Das eine Stück ist die Nase, das andere teile ich mir in drei gleich große Stücke und das ergibt die Augen und den Mund. Für die Augen formt ihr euch in der Hand einfach zwei Kugeln, die ihr ein bisschen platt drückt. Und für die Nase mache ich auch erstmal eine Kugel und diese forme ich dann in der Hand zu einem Dreieck. Ungefähr zu einem Dreieck. Ihr seht das so, halt wie so eine Bärennase aussieht. Und aus dem restlichen Stück, das habe ich mir einmal zu einer dünnen Wurst gerollt und daraus entsteht dann der Mund. Da werdet ihr auch sehen, dass ich davon nicht das ganze Stück brauche. Aus einem kleinen bisschen weißem Fondant habe ich noch zwei kleine Kugeln geformt und diese auch noch aufs Auge geklebt. Die seht ihr jetzt, die sind hier ziemlich groß. Am Ende werden die kleiner, denn ich habe die zwischendurch nochmal runtergenommen. Das hat mir dann doch nicht so gut gefallen und habe diese einfach kleiner gemacht. In der Zwischenzeit ist die Buttercreme richtig schön fest geworden. Jetzt kommt noch eine zweite Schicht oben drauf, damit ich diese richtig schön glatt abziehen kann. Und während die Buttercreme noch weich ist, gebe ich auch direkt die Nase und den Mund darauf, weil diese Buttercreme dient mir jetzt quasi als Kleber. Jetzt spritzen wir das Fell auf. Ihr seht das, ich habe dafür eine Spritztülle. Das ist eigentlich eine Grastülle, aber auch super für Fell geeignet. Und da habe ich jetzt die Buttercreme reingegeben und spritze mir jetzt ringsherum das Fell auf. Das ist Übungssache. Am Anfang werdet ihr vielleicht eure Problemchen haben, aber übt das auf dem Teller vorher und ihr werdet schnell merken, dass das einfach nur eine Technik für sich ist und das ist wirklich nicht schwer. Ihr müsst einmal kurz drücken und dann schon beim Hochgehen loslassen, dass diese Grasoptik oder diese Felloptik einfach entsteht. Wenn ihr manchmal das Problem habt, ihr kriegt keine Grasoptik mehr hin, dann liegt das wahrscheinlich nicht an euch, sondern an der Buttercreme, die einfach in der Hand zu warm wird. Dann müsst ihr zwischendurch einfach eine Pause machen. Wenn es in der Küche zu warm ist, würde ich euch empfehlen, die Buttercreme kurz in den Kühlschrank zu geben, damit die nochmal ordentlich fest wird. Und dann klappt das auch nochmal mit dem Ausspritzen. Und die Tülle könnt ihr zwischendurch auch ein bisschen säubern. Gut, und wenn das Ganze dann fertig ist, kommen die Augen schon drauf. Und dann habe ich noch zusätzlich eine Schleife hergestellt. Dazu habe ich mir hellblauen Fondant dünn ausgerollt. Da schneide ich mir jetzt einmal einen breiteren Streifen ab. Den Streifen drücke ich mir in der Mitte zusammen und außen forme ich mir wie so eine Art M. Das seht ihr hier jetzt ganz gut.
und lege das über die Mitte. Und das mache ich mit beiden Seiten. Und zusammengeklebt habe ich das einfach mit Wasser. Ich habe hier keinen Zuckerkleber verwendet, weil ich vergessen habe, den herzustellen. Ich habe den nicht immer hier und müsste den einen Tag vorher herstellen. Wenn ihr Zuckerkleber nehmen wollt, ich verlinke euch das Rezept auch mal in der Infobox. Das ist gar nicht schwer. Und das müsst ihr halt nur einen Tag vorher dann herstellen. Und zusätzlich habe ich dann noch um die Schleife ein Band gegeben. Das ist einfach nochmal so ein Streifen ausgeschnitten, festgeklebt. Und dann war die Schleife so gut wie fertig. Ich forme mir die an der Seite noch etwas zurecht. Und dann habe ich die mit einem Zahnstocher. Erstmal habe ich die Bäckerstärke abgepudert, das geht am besten mit einem Pinsel. Und dann habe ich mit einem Zahnstocher die Schleife befestigt, weil die ist so schwer, die würde euch sonst von der Torte rutschen. Also da empfehle ich euch auf jeden Fall einen Zahnstocher reinzugeben. Außerdem habe ich noch einen anderen Blauton gewählt und den Namen ausgestochen und zusätzlich noch ein paar Sterne. Den Namen und auch die Sterne, die habe ich jetzt einfach mit ein bisschen Buttercreme an der Tortenplatte festgeklebt, denn diese wird ja hart im Kühlschrank und somit dient die mir super als Kleber. Außerdem habe ich noch ein paar weiße Sterne für die Schleife ausgestochen und dann war die Torte auch schon fertig. Ich habe übrigens alles, was ich verwendet habe, nochmal unten in die Infobox gesetzt, damit ihr einfach wisst, wo ich die Sachen her habe, die ich halt für die Torten immer verwende. Der Teddy ist doch süß geworden, oder? Also der Kleine hat sich riesig gefreut, das ist die Hauptsache. Die Gäste waren vom Geschmack begeistert, war auch nicht zu mächtig, also konnte man richtig gut essen, dadurch, dass ich die Torte auch nicht gefüllt habe. Und wie ich schon gesagt habe, perfekt für Anfänger geeignet. Also wenn auch du ein Anfänger bist, dann trau dich mal an so eine Torte ran. Befolge einfach nur meine Schritt-für-Schritt-Anweisung und dann kann schon gar nichts mehr schief gehen. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sind am Ende angekommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis nächstes Mal. Tschüss!